Oh. Peppa, ich hab den ganzen Abend auf dich gewartet. Wo warst du? Willst du mich komplett verarschen? Oh mein Gott. Wir wollten zusammen Bad Times und Good Times gucken und du treibst dich hier rum. Schäfer, wir gehen auf den Bingo-Abend. Das ist doch kein Bingo hier. Willst du mich verarschen? Ja, das ist hier mein... Hier. Junger Mann, hier wird nicht gerannt. Ich bin immer noch dein... Egal. Scheiße, Mann, die ist doch gar nicht frisch gewischt. Ja, Sie müssen aufpassen. Das ist sehr gefährlich hier. Alright. So, Herbert, du kommst jetzt mit nach Hause. Oh. Es reicht jetzt. Du guckst jetzt mit mir noch 5 Folgen Good Times, Bad Times zur Strafe. Und du kommst auch mit, junger Mann. Wieso? Darum. Mit mir wird nicht diskutiert. Dann wird heute wohl nicht mit den Melonen gespielt. Nein, wir schauen Good Times, Bad Times. Los jetzt, Herbert. Nach Hause. Okay. Beweg deinen alten, faltigen, runzligen Hintern. Scheiße. Yo, Moses, war cool mit dir, Mann. Okay. Hau rein, Bro. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ich hoffe, ich überlebe das. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist ja wie Kino. Scheiße, Mann. Ich hatte die aber beide richtig hops genommen. Wir müssen Popcorn kaufen. Oh mein Gott, ich guck mal, ob ich... Oh ja, lass mal. Oh, schön. Verfolgt ihr die schon den ganzen Abend, oder wie? Ja, sozusagen. Ich krieg einen Anfall. Also, die ist wild, Mann. Oh mein Gott, ist... Dein Mann hat übrigens ganz viel Traubensaft getrunken. Nicht, dass der Durchfall kriegt, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, oh, Herbert, hast du deine Inkontinenzeinlagen mitgebracht? Herbert, wenn du die hier in die Mall kackst, ja? Da müssen wir uns ganz schnell wegmachen, weil wenn uns die Security erwischt, dann kommen wir wieder zurück ins Altenheim. Ja, du kennst doch den Trick von früher, meine Liebe. Also es ist ja so wie im Bus. Du willst wieder sagen, dass du Schokofondue gemacht hast? Wie Schokofondue? Na, der Trick aus dem Bus. Also. Mit dem Schokofondue. Das darfst du doch den Jungen von heute nicht sagen. Das ist doch ein Trick. Schokofondue? Das ist Schokofondue. Das ist ein Insider, Kinder. Das könnt ihr nicht wissen. Das haben wir vor 50 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, durchgezogen. Ach so, wir waren richtig, die Bibelstunde? Ja, wir waren richtig krass unterwegs vor 50 Jahren. Oma, erzähl mehr. La la la. Oma, erzähl mehr. Schokofondue, Opa, hast du ihr auf den Bauch gekackt? Ja. Nein, aber Opa hat seine Inkontinenzeinlagen vergessen. Und musste im Bus auf der Kaffeefahrt auf Toilette. Also ich sag ganz ehrlich. Und wir haben gesagt, er hatte Lust auf Schokofondue. Ja, das war nicht so, wie du das denkst. Ditten Fegantäusch schon auf den Bauch kacken, war nicht so. Was? Nee. Herbert, sowas sagt man nicht. Praise the Lord. Vergib diesen Mann. Du kannst solche Worte nicht in den Mund nehmen. Was sollen die Kinder von dir denken? Wo sind wir hier gelandet? Wir haben Kinder. Ich weiß es nicht. Guck sie dir an, das sind alles meine Entchen. Es ist einfach. Ach du Alice. Ich fühle es einfach. Das sind alle von mir. Das weiß ich nicht so genau. Oh, merkwürdig heute. War da der Postbote wieder dabei? Ja. Ist ein Fiebertraum. Und der Milchmann. Der Milchmann auch. Ja, natürlich. Trotz dessen, dass ich Milch trinke, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin vom Milchmann. Entschuldigung. Herr Bettine, du bist leise. Du redest nur, wenn du darum gebeten wirst. Ich bin von Herbert. Entschuldigung. Augustine, auch du bist leise. Wir sind vom Metzger. Was? Wie? Ihr könnt jetzt nicht... Euer Taschengeld ist gestrichen. Lehre. Wir haben keins bekommen. Ja, ich hab selbst kein Geld. Was wollten die von mir? Ja, warte mal, wenn sie uns... Dann gehen wir zu Tante Gisela. Ja, oh nein, nicht zu Gisela. Das ist eine ganz giftige Giftnudel. Was mit
meine Tante Christel? Die ist noch viel schlimmer. Aber Tante Gisela gibt uns immer Süßes. Ja, genau. Ich gebe euch gleich Saures, ihr frechen Gören. Habt ihr keine Erziehung genossen? Doch, von dir. Aber die geben uns auch diese Brownies. Was für Brownies? Die sind eindeutig von dir, Bärda. Von mir sind die nicht. Ja, das war natürlich wieder klar. Jetzt, wo die Gören ungezogen werden, schiebst du mir die Scheiße in die Schuhe. Wer Spaß hat, muss auch dafür bezahlen, mein Freund. Okay. Was? Da vorne ist U-Boot. Los, gib Gas. Bevor ich Schläge bekomme. Komm zurück. Herbert, wenn du mich liebst, kommst du zurück. Wir müssen hinterher. Ja. Ich lass mich scheiden. Macht weiter. Hey, ich kann das nicht mehr. Ich krieg Klacks, aber ich krieg verrückt. Herbert, du kannst jetzt nicht einfach so mich im Stich lassen. Was sagt ihr eigentlich durch die Inzest-Geschichte? Eure Kinder sind zusammen. Ja, wir sind ja nicht alle vom selben Vater, dann ist das okay. Ach so, stimmt, ja. Aber von derselben Mutter. Nein, ihr könnt mir jetzt hier so einen Strick nicht rumdrehen. Ja, ihr wisst gar nicht, was dann zu Hause los ist, wenn Herbert nicht mit dem Pantoffel durch die Wohnung jagt. Dich? Er dich? Die Leute! Herbert, was redest du denn da für Melon? Was soll das? Er meint den Watermelon Lemon. Der schmeckt ihm so gut. Den meint er, ja? Heißt das, du magst den grünen Tee nicht, den ich dir koche jeden Abend? Was meinst du, warum ich die Hämorrhoiden bekomme? Du willst also damit sagen, dass du wegen meinem grünen Tee Hämorrhoiden bekommst? Ja, du hast voll lang hast du nicht mehr Spießbraten gemacht, ich so gern mag. Was hat denn... Mit Klößen oh mein und Gott. So. Was hat denn der Spießbraten, den ich nie koche, damit zu tun, dass du Hämorrhoiden hast? Herbert, jetzt reicht es. Du kannst mich hier nicht bloßstellen vor den ganzen Leuten. Ja, da kriege ich Schmerzen und Dünnschen zum Arsch. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich kriege dadurch auch einfach immer Hämorrhoiden, wenn ich deinen Tee trinke. Ich auch. Das ist normal. Ich könnt doch nicht so mit meiner Frau umgehen. Aber echt, ihr könnt nicht so mit mir umgehen. Ich hab euch großgezogen. Also ich hab euch den Hintern abgeputzt, als ihr klein wart. Und glaubt mir, schön war das nicht. Ja, Bro. Was passiert? Herbert, weißt du zu, dass ich so mit mir reden, diese Girls? Du hast mir mein Hintern mit Schmirgelpapier abgeputzt. Das ist egal. Ich hab gesagt, ich härte dich ab für den Rest deines Lebens. Ach, ja, Oma. Wie fühlt sich das auch an? Ja, da musst du durch, mein Kind. Ah ja, ich hab's glaube, wir mir nicht zu ausgesucht. Oh, Tante Gisela gehen. Ja, Tante Christel ist geiler. Nein, ihr lasst Tante Gisela und Tante Christel raus da aus der Tante. Aber Tante Gisela ist viel netter als du. Ja, genau. Scheiße. Ich hab da nichts mit zu tun. Also, Aya war ja schon immer mein Lieblingskind. Aber Oma! Der war gut! Der war echt gut. Der war geil. Ich hätte es fast geglaubt. Und ich auch. Ich hab sie nicht freiwillig an die Wand geklatscht. Das war keine Absicht. Hä? Was glaubst du, warum Aya so sparsam beim Denken ist? Bestimmt nicht, weil sie so geboren wurde. Ich bin nicht sparsam beim Denken. Ich hab Energiesparmodus. Oh mein Gott. Ja, die Energie ist auch viel zu teuer, da hast du recht. Hier in Los Santos, ihr junge Leute, lasst euch gesagt sein, das ist gar nicht gut hier. Viel zu viel Energieverbrauch und Umweltverschmutzung. Ich will zwar nicht sagen, aber ich glaube, ich gehe mal lieber mit meinem Private Dance. Ich glaube, ich gehe mal lieber mit meinem V8-6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 
Aya? Ja. Aya, das ist jetzt der Moment, halt, wo du Bier fällst. Nein! Oh. Du sollst mein Bier festhalten. Hm? Auf zum Rentnermobil! Kriegst du es nicht? Ja, aber du bleibst gefälligst hier. Ja! Ich sag's dir, wenn ich dich in die Finger kriege, mein Freund! Möchte wer Bier? Ey, du willst ich weg hier, ne? Ich hab scheiß Gebeine Inkontinenzeinlagen. Das ist wie ein Unfall, ne? Du willst nicht hingucken, aber du musst halt einfach. Kannst du mal nicht weggucken. Das ist aber gut. Ey, du kannst nicht gehen jetzt. Ja. So. Das geht halt nicht. Danke. Auch das, um mein Gleichgewicht auszubalancieren. Was, den Suff oder die Flasche? Die Flasche. Ach so, ich dachte den Suff. Nein, so viel kann ich nicht trinken, dass ich den noch schön finde. Das geht nicht. Also es hat die Dame im Dancing Club aber auch anders zu mir gesagt. Ja, weil du ihr Dollars in den Schlüpfer steckst. Ja, aber denk doch an die Melonen. Geld. Ja, die wackelt mit ihren Melonen und bei dir? Naja, da wackelt was anderes. Mehr. Nein, da wackelt gar nichts. Nee, da schleppt was. Ja. Der Jürgen steht für eine Eins. Weiß gar nicht, wieso steht denn der Jürgen? Ich dachte, der Jürgen ist vor 3 Jahren gestorben. Oh. Das ist scheiße jetzt. Ich geh mal kurz in meine Kamera. Kommst du mit? Wir waren noch mal Jürgen. Na, das war der um den dritten Grades. Oh. War das denn nicht vom sechsten? Muss sagen, die Schlappen sind halt auch Premium, ne? Ich glaube, das war Rückerwart. Entschuldigung. Herbert, ich glaube, die jungen Leute machen sich lustig über uns. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Schau sie dir an, diese missratene Brut. Das war nicht nett, Oma Bertha. Ja. Aber Oma, du liebst uns. Ich werde auch nicht dafür bezahlt, nett zu sein, oder? Ja, also Gisela war doch besser. Das Auto, du ich dachte, Leute, was sagt ihr? Ich rufe nachher mal Gisela an. Hey, ich dachte, du kriegst so Rentengeld. Ich ruf Christian. Wo ist schon mal der Rentengeld gibt's doch unabhängig von der Leistung, oder? Mhm. Okay. Ihr habt ja schon was geleistet. Ja. Wie wär's, wenn du jetzt mal unsere Luxuslimousine holst, mein Freund? Jetzt los, für was bist du bezahlt? Ja, los, beweg dich! Warte. Ja, aber du musst gleich ins Bett. Hätte er noch ein Herz ins Bett sein sollen? Noch was wartest du? Dem kannst du im Laufen die Schuhe besohlen, das gibt es gar nicht. Scheiße. Ich habe mir nicht diese Musik ausgesucht. Nicht, dass ihr auf falsche Ideen kommt. Drogen sind ganz böse, Kinder. Mhm. Ja. Ihr seht ja, was aus uns geworden ist. Na gut, aber vielleicht. Ja, rustikales Rentnerpaar auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Rustikal wie Pizza. Ja, die Limousine ist vorgefahren. Da kommt die Limousine. Ich wünsche euch einen schönen Abend, meine Freunde. Einen schönen Abend. Tschüss. Scheiße, Mann. Oh Gott. Die sind ja geil, ey. Das habe ich mir gerade angesehen. Die gibt dem Feuer nutzt. Ach, du Heilige, du ahnst es nicht. Also, ich habe schon vieles gesehen in meinem Leben, ne? Aber das war schon anders. Oh mein Gott, das war zu gut. Das ist einfach wild. Also ganz ehrlich, das finden die wirklich... Ja, das ist ein komisches Theaterstück. Theaterstück. Das würde ich fühlen. 10 von 10. Ich meine, solche Tränen gelacht. Ja, buchen wir die für das Event? Ja, bitte. Oh, wie weg.